Ja, hallo, mein Name ist Daniel und willkommen zu einem weiteren Part von Assassin's Creed Unity. So, und in diesem Part geht es natürlich nicht hier um diese, etwas bizarre Guillotine, sondern um den Aussichtspunkt da hinten. So, den werden wir dann danach holen. Aber allerdings würde ich jetzt ganz gerne hier am Anfang erstmal mich um die Wachen kümmern. So. Ah, wir haben es nicht gemerkt. Okay, wo fangen wir an? Hä? Okay, cool, wir haben den auf jeden Fall schon mal befreit. So, dann geht's hier los. So. Zack, boah. Habt ihr gesehen? Zwei auf einmal. So, also muss ich mich ein bisschen beeilen, weil ich hab. Beziehungsweise mache ich diesen Part jetzt gerade aus, aus Zeitdruck heraus. Ja? Ich habe nämlich keinen anderen Part mehr. Da muss ich den jetzt ganz schnell machen. Oh Gott. Oh Mist. So, und jetzt passt auf. Alter, schaff ich noch. Wollte ich. So, die Schützen sind im Prinzip eigentlich alle relativ schwach. Ah, warum sticht er die denn nicht ab, ey? Ah, die Ansicht hier gefällt mir gerade. Weil da hat man einen guten Überblick. Krass, okay, die helfen mir. Das ist immer gut. Dann muss das sein. So. Komm schon. So. Übrigens mit dem Rasiermesserspeer hier am Start. Zack. Ach, Digga, stech ihn da ab. Schick, schick, schick. So. Jetzt noch einer. Okay, dann wird das auf jeden Fall schon mal getan. So, ich muss zugeben, diesen Aussichtspunkt, die habe ich schon mal geholt, nämlich privat, und zwar, weil ich hier irgendwo, ist hier nämlich so ein Easter Egg mit Gollum versteckt, hier glaube ich, aber ich bin da irgendwie nicht reingekommen, weil, dieser Eingang nicht vorhanden war bei mir. So, von daher laufen wir jetzt hier erstmal hin. Wohin so eilig, Freund? Sprich mit mir! So. Zack. So, dann geht es hier natürlich erstmal lang. So, und wie man hier schon sieht, ne, es ist ein total leerer Fleck eigentlich auf der Karte. So, und hier sieht es ja relativ unspektakulär aus mit ein paar Hecken. Ja, da kann man nicht viel zu sagen. Aha. So. Dann geht es hier gleich weiter. Okay. Dann machen wir halt als die Frau hier weiter. Interessantes Kostüm, wa? So, komm. Zack. Jo, und letztens wurde ja auch Assassin's Creed Victory angekündigt. Und darauf freue ich mich natürlich schon extrem. Viktorianisches London. Bestimmt spannend. Dann machen die natürlich hoffentlich nicht die gleichen Fehler wie bei Unity. Das wäre natürlich nicht schlecht. So, komm. Oh ja, genau. Ja, natürlich ein riesiges Missgeschick von Ubisoft, dass die jetzt schon, ne, dieser... Was los? So, dieser Veröffentlichung unterlitten sind. Keine Ahnung, es ist schon ganz schön spät. So. So. Ja, auf jeden Fall, ich denke mal, Victory wird richtig geil. Da bin ich jetzt schon gehypt, ja. Hoffentlich wird es nicht der gleiche Fehler wie bei Unity, ne, dass dann so viel Cooles versprochen wird, ja, und dann am Ende gar nichts kommt. Aber, nee, werden die hoffentlich nicht normal machen. Dann haben die hoffentlich, ne, auch schon ein bisschen so die Stärken der PlayZ und so gemerkt. Oder begriffen, ja, was die kann. Und dann könnte man ein richtig cooles Spiel machen.
Ich meine, Unity ist auch geil, ne? Aber ey, im Gegensatz zu dem, was ich erwartet habe, ist leider nicht so viel erreicht worden. So, na gut, dann sage ich hier auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.